Schönen Dank. Ich rede nur ungern über dieses Thema, wie Herr Zauner eben schon sagte, mit dem Begriff Wetter hat er mich eigentlich kenntlich gemacht und eingeführt. Ich habe Meteorologie studiert und was noch dazu gehört und bin in dem Beruf groß geworden. Und die Meteorologie befasst sich mit dem Wettergeschehen generell. Mit dem aktuellen Wetter, dem, was wirklich messbar ist. Klimastudium gab es nicht, gibt es immer noch nicht. Es gibt keinen Diplom-Klimatologen, im Gegensatz zum Diplom-Meteorologen. Aber ich weiß natürlich auch, wie Klima zustande kommt. Und das ist der kleine Unterschied. Es gibt ein Wetter, gibt es keine Definition. Das Wetter ist so kompliziert und so komplex und so unterschiedlich, dass man es nicht fassen kann. Es gibt kein Metermaß, zu sagen, das ist ein Meter Wetter und danach messe ich jetzt oder summiere ich das Wetter, beurteile ich das Wetter. Auch kein Gewicht. Wenn das Gewicht wäre, gut, dann könnte man den Luftdruck nehmen. Aber der Luftdruck bringt nichts her, weil der Luftdruck mehr oder weniger konstant ist. Egal, wie er sich im Laufe eines Jahres über den verschiedenen Orten der Erde verteilt, aber als Gesamtluftdruck ist er konstant. Luftdruck, mit dem könnte man keine Katastrophenszenario aufbauen. Ich habe aber auch ein Zweitstudium gemacht, Soziologie. Und die Soziologie befasst sich mit etwas, was es nicht gibt. Zwar nicht physisch, dafür, für den einzelnen Menschen, sind ja die Physiologen da, wie für das Wetter die Meteorologen da sind. Und die Soziologen nehmen die Summe Mensch und beurteilen das Verhalten dieser Summe Mensch. Nur das Schöne ist bei der Soziologie, den Menschen kann man manipulieren. Man kann den Menschen ängstigen. Man kann verschiedene politische Stimmungen erzeugen und so weiter und so. Und Massen kann man lenken. Bei Einzelnen wird es schon immer schwierig. Also mich hat man nicht gelenkt und irgendwie in die Masse der Klimagläubigen integriert, sondern ich bin ein Wetterrebell geblieben. Und das ist wiederum der Unterschied zwischen der Gesellschaft und dem Wetter. Das Wetter kann ich ja auch mitteln. Und so entsteht Klima. Also ich muss also laut Definition, international, auch die Weltorganisation für Meteorologie in Genf geht davon aus, auch IPCC, alle Welt kennt die Definition von Wetter, von Klima. Die Definition sagt, Klima ist das mittlere Wettergeschehen einer 30-jährigen Periode. Ich muss also 30 Jahre... Das ist 1935 festgelegt worden, von 1901 bis 1930, muss ich an einem Ort, natürlich nicht nur an einem Ort, an verschiedenen Orten der Erde, das Wetter beobachten. Ich darf nicht krank werden, ich darf nicht in Urlaub fahren. Früher gab es ja keine selbst aufzeichnenden Geräte und so weiter und so fort. Ich musste also tagtäglich bei Wind und Wetter zu meinem Wetterhäuschen gehen, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und. Alles aufschreiben. Und nach 30 Jahren kam dann ein anderer und hat diese Daten statistisch verarbeitet. Das nennt man das mittlere Wettergeschehen einer 30-jährigen Periode. Und je nachdem, wo ich beobachtet habe, in Frankfurt oder am Feldberg, in Trier oder in Köln-Bonn oder wo, überall habe ich andere Mittelwerte bekommen. Und das habe ich dann in Karten eingetragen und so hat man die Klimakarten entwickelt. Aber das sind unveränderliche Karten. Wer seinen Schulatlas öffnet von vor 50 Jahren, sieht da das Azorenhoch im Juli, sieht das Islandtief im Dezember oder die mittlere Luftdruckverteilung und so weiter und so fort. Aber das sind alles mittlere Verteilungen, die sich nicht ändern. Sie können sich auch nicht ändern, weil die Daten für eine bestimmte Periode erhoben wurden. Also es sind tote Daten. Das Azorenhoch ist ein totes statistisches Gebilde und sonst nichts. Vom Azorenhoch kann man kein Wetter ableiten, das bewegt sich nicht.
Ja, das ist die Hoffnung. Der Wetter knüpft der Mensch ja auch Hoffnung. Die ganze Tourismusindustrie lebt ja davon mit Hoffnung. Fahrt in den sonnigen Süden. Da kannst du natürlich auch auf Mallorca mal einen total verregneten, kühlen Urlaub geben und so weiter und so fort. Und das ist der Unterschied. Das Wetter ist aktuell. Das Wetter kann man nicht definieren, deswegen man sagt man, das Wetter ist der aktuelle Zustand der Atmosphäre, der sich praktisch von Sekunde zu Sekunde, Minute, Minute, Stunde zu Stunde ändern kann. Ja, ich kann jetzt noch auf den blauen Himmel gucken. Vielleicht hinten braut sich ein Gewitter zusammen, in der nächsten Stunde haben wir dann Gewitter. Das ist Wetter. Warum hat man 1986 ausgerechnet Physiker, wir haben ja Dr. Matiak unter uns, der ist Physiker, warum haben ausgerechnet Physiker an den Meteorologen vorbei 1986 die Warnung vor der drohenden Klimakatastrophe ausgerufen? Die hatten natürlich etwas im Sinn damit. Wollte eine drohende Klimakatastrophe ausrufen, um gleichzeitig von einer anderen, ebenso potenziellen Katastrophe, einem atomaren Unfall à la Tschernobyl und so weiter und so fort, vorzubeugen. Also die Klimakatastrophe sollte dazu dienen, um von einer anderen Katastrophe abzulenken. Nur hat man damals, ich weiß nicht, die Physiker sind ja keine Biologen. Und wir Meteorologen haben uns auch mit der Biologie wenig beschäftigt, natürlich in Randgebieten der Forstmeteorologie und der Agrarmeteorologie und so weiter. Wir wussten auch, wie Pflanzen wachsen, wofür Pflanzen verschiedene Stoffe benutzen, wie sie sie umwandeln. Ja, das steht ja schon im Alten Testament oder in der Erschöpfungsgeschichte. Am dritten Tag schuf Gott grüne Pflanzen. Also 500 Jahre vor Christi Geburt war das allgemeine naturwissenschaftliche Wissen, dass als erste Lebewesen die grünen Pflanzen geschaffen wurden. Und erst als die grünen Pflanzen geschaffen waren, dann kamen die Tiere dran und zum Schluss wurde erst der Mensch geschaffen. Also man hat nicht den Mensch zum Schöpfer gemacht, indem man den Mensch zuerst geschaffen hat, sagt so, du Mensch, machst jetzt deine Pflanzen oder die Tiere oder was auch immer. Wer weiß, was dann rausgekommen wäre. Und die grünen Pflanzen, es gibt ja eine Partei, die einer Pflanze mit der Sonnenblume wirbt, ja, und die kann ja nur leben, wenn was vorhanden ist in der Luft. Ich fange mal an mit dem Wasser. Versteht jeder. Pflanze, Leben braucht Wasser. Auch wir brauchen Wasser. Dann brauchen die Pflanzen noch etwas. Sonne brauchen sie. Sie brauchen Kohlenstoffdioxid, das ist der komplette Name, abgekürzt CO2. Und sie brauchen, das Wort ist schon gefallen, Grün. Das grüne Licht, den Katalysator, damit die Pflanze das Sonnenlicht aufnehmen kann und in sich speichern kann. Also die Gleichung lautet CO2 plus H2O plus HNY plus grüner Farbstoff, das Chlorophyll, ergibt dann Traubenzucker. Und was macht die Pflanze sonst noch? Bei ihrem Wachstum gibt Wasser ab. Sie verdunstet. Der Wasserstrom durch die Pflanze ist doppelt so groß wie der CO2-Strom, weil der Sauerstoff vom H2O abgespalten wird und nicht vom CO2, was naheliegen würde, aber es ist verkehrt. Und mit diesem H2O, das hat abgespaltene Sauerstoffatom, Molekül O2 benutzen wir wiederum, um die Pflanzen in unserem Körper zu verbrennen, ja, um aus den Pflanzen Energie zu ziehen. Und zwar die von der Sonne in den Pflanzen gespeicherte Energie. So schließt sich der Lebenskreislauf.
Und das Infame an dieser ganzen Klimageschichte ist, dass sie an dem CO2 aufgehängt wird. Man kann natürlich vor allen Katastrophen, vor allen Dingen, Sachen Angst machen. Ja, Angst ist ja ein Mittel der Politik, Mittel der Herrschaft, schon immer gewesen. Ob ich nun die Angst vor der Hölle nehme oder vor der Sintflut oder was auch immer, ja, Angst vor der Atombombe und dergleichen mehr, das ist ja egal, aber ausgerechnet das CO2. Das CO2, was absolut lebensnotwendig ist für die Pflanzen, ja, und ohne CO2 würde keine grüne Pflanze wachsen, gäbe es keine Nahrung für kein Tier, kein Mensch. Das wäre das Ende, ja, letztendlich der Schöpfung. Die Erde würde nach gewisser Zeit wieder öd und leer sein, wie zu Beginn der Schöpfung. Und insofern wundert es mich immer wieder, dass ein Volk, als ich Abitur machte, waren etwa 6% eines Jahrgangs, die die Reifeprüfung machten. Heute sind es über 50% eines Jahrgangs. Man sollte doch annehmen, dass bei dieser geballten intellektuellen Substanz dann irgendwo mal gewisse Leute aufbegehren und sagen, was habt ihr vor? Habt ihr den globalen Selbstmord vor? Wollt ihr tatsächlich, wie die Grünen das auch ernster fordern, ja, und andere dumm nachschwätzen, ja, wollt ihr das CO2, es geht ja nicht nur um die Begrenzung der CO2-Emissionen, da kann ich aber nicht nur das Auto nehmen, da müsste ich mich auch selbst nehmen. Die Luft, die ich einatme, jeder von uns, hat 0,04% CO2. Und die ich ausatme, auch jeder von uns, hat das Hundertfache, 4%. Was beim Ausatmen fehlt, sind 4% Sauerstoff. Also ich verbrauche beim Verbrennen der Nahrung in meinem Körper Sauerstoff, ohne Sauerstoff brennt nichts, und gebe wieder CO2 ab. Und deswegen sagen manche Leute ja auch, man muss mit den Pflanzen sprechen. Ja, je näher man mit dem Mund an die Pflanze kommt, an die grünen Blätter, umso mehr freuen sie sich, weil die über die Stomata, ja, die Spaltöffnung auf der Rückseite der Blätter, das CO2 einatmen und damit zusätzlich eine Art Stück Schokolade bekommen. Also es ist Nahrung. Das ist das eine, das ist im Grunde genommen das Lebenszerstörende. Und auch das ist in den Kreisen des IPCC und des Weltklimarats bekannt. Kurz vor Paris hat der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellnhuber, der jetzt in Ruhestand geht, hat ein Buch geschrieben, Selbstverbrennung. Und in diesem Buch schreibt er, wenn es gelänge, das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, dann wäre das ein globaler Genozid. Das ist das, was ich eben geschildert habe. Auch das wird geschrieben, aber es wird nicht rezipiert. Wo ist unsere Intelligenz? Wo sind die tausende Biologielehrer und sonstige Geisteswissenschaftler, die einfach mal nachdenken? Es wird nicht mehr gedacht. Man betet irgendetwas nach und das kann der größte Unsinn sein. Hauptsache, es wird in Massen gebracht. Ja, wenn alle Medien soweit gleichgeschaltet sind, ZDF, ARD und dann auch der Spiegel dazu und die Süddeutsche dazu, dann habe ich ein Volk im Griff. Dann kann ich die Gesellschaft entsprechend manipulieren und denkfaul machen. Ja, sie wird ja informiert. Obwohl die Information möglicherweise gar keine Information ist, sondern eine Desinformation. Wir werden ja heute durch Desinformation mehr manipuliert als durch alles andere. Ja? Weil wir auch so leichtgläubig sind. Und das Mittel, damit wir jeden Unsinn glauben, ist Angst. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Hölle, Himmel, und das ist heute das Treibhaus. Die Erde ist kein Treibhaus. Die Erde ist eine Kugel, die nach außen zum Weltall offen ist. Da gibt es keine Glasscheiben oder Wasser oder Seitenwände und so weiter und so fort. Ja, wenn ich mich vor dem Wetter schützen will, brauche ich
ein Haus. Das ist das Elementare. Und das ist ja auch letztendlich in der Schöpfungsgeschichte drin. Auch das wussten die Griechen. Denn da steht drin, als Adam und Eva, ja, die hatten ja gesündigt, die wollten vom Baum der Erkenntnis essen, wollten da Gott gleich sein. Heute gibt es ja viele Leute, die sagen, wir haben den Gott schon überholt. Wir haben die künstliche Intelligenz und die ist viel schlauer als alle Götter zusammen. Und aber eins haben die Adam und Eva nicht bedacht und die Schlange hat natürlich auch nicht das erwähnt. Ja, wenn sie aus dem Paradies vertrieben werden, sie waren nackt, das haben sie ja gesehen, sie haben sich aber nicht geschämt. Warum auch? Ja, aber dann steht drin, die wurden vertrieben und Gott hängte ihnen Felle um. Warum macht er das? Das war ein Gnadenerweis. Gehen Sie mal raus in die subtropische Sonne ohne jegliche Kleidung. Sie haben Probleme in der Sonne auszuhalten. Sie haben 0, nix, in einer halben Stunde haben Sie Sonnenbrand. Und nachts in den Tropen, Saudi-Arabien oder wo auch immer, ja, ist es extrem kalt. Warum ist es da so extrem kalt? Ja gut, ich habe keine Wolken am Himmel. Und die Wärmestrahlung der Erde, die Erde wird ja von der Sonne erwärmt, nicht die Luft. Die Sonne durchscheint, die Luft erwärmt den Erdboden und vom Erdboden wird die Atmosphäre erwärmt. Durch drei Arten der Erwärmung gibt es, da gibt es einmal die immerwährende Wärmestrahlung. Die hängt nur von der Temperatur eines Körpers ab. Und jeder Körper strahlt unentwegt, je nach seiner Temperatur, ob Tag oder Nacht. Und das ist die unsichtbare, infrarote Wärmestrahlung, die man heute mit Satellitenkameras oder Wärmebildkameras oder Nachtsichtgeräten auch sichtbar machen kann. Ja, man kann also heutzutage Menschen nachts fotografieren mit einer Wärmebildkamera. Ja, man hat aber die Köpfe, die Umrisse, man hat die verschiedenen Hautfarben, weil die Haut unterschiedlich temperiert ist, ob ich die Augenbrauen nehme oder die Stirn oder die Nasenspitze oder den Mund oder die Kleidung. Ja, man kann also heute mit Wärmebildkameras genauer messen als mit jedem Thermometer. Thermometer liest man auf plus minus 0,1 Grad Celsius ab. Bei einer Wärmebildkamera geht das bis 1000 Grad Celsius. So aufschlussreich ist die Spektralfarben. Sie wissen ja, die Sonne, wenn man die durch ein Prisma fallen lässt, bilden sich dann die Regenbogenfarben und die kann man auseinanderziehen. Ja. Und dann kriegt man eine absolut hohe Temperaturgenauigkeit, sodass man heute mit einer Wärmebildkamera ein Gewebe, eines menschlichen Gewebe, fotografieren kann und anhand minimaler Temperaturabweichung sagen kann, da entsteht möglicherweise ein Krebsgeschwür. Das sind alles Fakten, die sind unstrittig. Aber wie gesagt, wir werden gehalten und dann, ja, das ist die Strahlung. Dann gibt es noch die Thermik. Was ist das? Wenn man im Sommer über die Autobahn fährt und es ist besonders heiß, dann flimmert es. Ja, das ist die am Boden erwärmte Luft, die will raus. Ja, die Pflanzen wollen es nicht so heiß haben. Die Wärme muss schnell aufsteigen. Und beim Aufsteigen dehnt sie sich aus, die Luft kühlt automatisch ab. Und dann gibt es noch den Wärmetransport durch Massentransport. Also Luft wird ja auch horizontal bewegt. Warmluft, Kaltluft. Jetzt haben wir gerade von Süden her warme Luft, 30 Grad, das ist normal um diese Jahreszeit. Würde nächste Woche der Wind wieder auf Nordwest drehen, vom Polarmeer über die Nordsee kommen, da hätten wir vielleicht 10, 15 Grad. Und da würden wir frieren, wieder natürlich auf das Wetter schimpfen, jetzt schimpfen wir über die Hitze, dann schimpfen wir über die Kälte. Alles hat nichts mit dem CO2-Gehalt der Luft zu tun. Ich habe mal einen Kollegen des Deutschen Wetterdienstes, bei dem ich jahrelang ja war, und ich war ja auch 15 Jahre vom Wetterdienst mehr oder weniger zum ZDF ausgeliehen worden als Fernsehwettermoderator. Und
Da habe ich immer einen Kollegen vom Wetterdienst gefragt, ja, was würde passieren, wenn es gelänge, die 0,4% CO2 aus der Luft zu entfernen? Würde sich am Wetter etwas ändern? Und er hatte gerade einen großen Vortrag gehalten. Und da kommt so ein Tüne, so ein kleiner Rebell und stellt diese Frage. Er hat den Sinn der Frage erst mal gar nicht verstanden. Der Groschen fiel erst später. Er sagte nichts. Er sagt, danke, das wollte ich nur wissen. Ja? Und wenn etwas am Wetter nichts ändert, wieso soll das was am Klima ändern? Wieso glauben wir, dass wir Klimasünder sind? Wieso glauben wir, dass wir Klimakiller sind? Wir lassen uns das einreden, wir lassen uns das Steuer abziehen als Bußgeld dafür, dass wir uns an dem Klima versündigen. Wir nehmen das alles widerspruchslos hin. Ein Klimakiller ist also der schlimmste Vorwurf, den man einem Menschen machen kann, ist ihnen zu sagen, du bist ein Killer, du bist letztendlich ein Mörder. Ja? Klimakiller ist ein Klimamörder. Ja, was morde ich denn am Klima? Ich kann gar nichts am Klima morden. Am Wetter kann ich nichts ändern. Das weiß hier jeder. Wetterschutz heißt Schutz vor dem Wetter. Noch nie habe ich einen Menschen gehört, der das anders gesagt hätte. Es ist so heiß, ich muss mich vor der Hitze schützen. Die Sonne ist mir zu intensiv, ich muss einen Hut aufsetzen oder einen Sonnenschirm nehmen. Oder heute abends, mir wird es jetzt kühl, ich muss einen Pullover überziehen. Ich muss mich vor dem Regen schützen. Ich schütze mit dem Regenschirm nicht den Regen. Ja, Blitzschutz ist Schutz vor dem Blitz und nicht Schutz des Blitzes. Wäre ja unsinnig, Blitze zu schützen. Hochwasserschutz. Wo auch immer mit dem Wetter was zu tun hat, alles heißt Schutz vor. Und darauf sind wir trainiert. Das hätten wir nicht hunderttausende Jahre überlebt, der Mensch, ohne dass wir wussten, was eine Temperatur ist oder was Luftdruck ist, gar nichts. Ja, also und das wird einfach dialektisch umgepolt. Und jetzt kommt wieder die Geisteswissenschaft dran. Der Vater der Dialekt ist der Hegel. Der Dialektik ist der Hegel. Aber Hegel war noch so von der Aufklärung von Immanuel Kant beeinflusst, dass er sagte, aber bei aller Freizügigkeit des Denkens, eins muss die Wissenschaft beherzigen. Am Anfang jeder wissenschaftlichen Arbeit steht die Arbeit am Begriff. Ich muss erst mit der Begrifflichkeit vertraut werden. Worüber will ich reden? Und da muss ich fragen, was heißt denn der Begriff oder das Wort Klima? Das ist kein Begriff, kein Wort, es ist ein Begriff. Und das ist zwar ein völlig unbestimmter Begriff. Klima kommt aus dem Griechischen, heißt Neigung, Krümmung. Das haben die Griechen logisch angewandt. Die haben ja die Logik auch erfunden. Wir machen sie ja nur kaputt. Im gewissen Bereich, im technischen Bereich, da ist vieles logisch, weil das ja auch funktionieren muss. Ja? Ein Auto muss fahren, ein Flugzeug muss fliegen, da muss alles funktionieren. Ein Uhrwerk, alles klar. Aber im Geisteswissenschaftlichen sind die Grenzen nicht so streng. Also, die Griechen haben das Wort Klima so besetzt. Und dann haben sie sich überlegt, die Erde ist eine Kugel. Das haben sie gesehen an der Form der Mondsichel und so weiter. Und sie waren ja gute Astronomen. Mit der Astronomie fing ja überhaupt die Naturerkundung, Beobachtung an, auch die Zeitbestimmung und dergleichen mehr. Alles geht letztendlich auf die Astronomie zurück. Und die haben gewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Dann weiß man natürlich, dass wenn eine Kugel von einer externen Quelle wie der Sonne, dass sie 150 Millionen Kilometer entfernt ist, das wusste man damals nicht, ja. Aber man wusste, die Sonne ist weit weg und die bestrahlt eine Kugel. Und wenn die Kugel feststeht, dann würde die Sonne ja immer nur eine Seite bestrahlen.
Da wäre es heiß, auf der anderen Seite wäre es eiskalt. Damit Leben auf der Erde möglich ist, das wussten auch die Väter der Schöpfung, trennt man Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Also man setzt die Erdkugel in Rotation. Aber dann ist das Licht und die Wärme auf der Erde immer noch nicht gleichmäßig verteilt. Da kriegt der Äquator immer viel. Ganz Jahr über steht die Sonne senkrecht am Äquator, der kriegt viel und zu den Polen wird es immer weniger. Auch das wussten nicht nur die Griechen, sondern auch die Kelten in Stonehenge oder die Germanen hier die in Sachsen-Anhalt waren, wo man die Goldscheibe von Nebra gefunden hat. Die wussten, dass es noch ein etwas anderes gibt, und zwar, dass die Erdbahn nicht senkrecht auf der Sonnenbahn steht, sondern in einem Winkel von 23,5 Grad. Das ist die Schiefe der Ekliptik. Sodass dann wir die Jahreszeiten haben. Und das war immer ein riesengroßes Fest bei unseren Vorfahren, die Wintersonnenwende, die Sommersonnenwende. Das wird ja heute wieder ein bisschen belebt, dieser heidnische Kult. Ja, man hat, ja, die Sommersonnenwende war natürlich dazu da, jetzt kommt bald die Ernte. Und die Wintersonnenwende war natürlich da, jetzt Gott sei Dank geht der Winter bald zu Ende und kommt das Frühjahr, dann können wir wieder aussehen und so weiter und so fort. Ja, das ganze Leben spielt in dem, also das natürliche, pflanzliche Leben spielt in diesem Rhythmus Sommer-Winter da. Das hat auch mit dem CO2 gar nichts zu tun. Im Gegenteil, auch da ein Beweis, dass wir belogen werden und das kritiklos glauben. Ja, im Frühjahr, wenn der Bauer das Röstlein anspannt und das alles wird grün, dann sinkt der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Die Pflanzen gieren nach Nahrung, die brauchen frisches Grün. Ja, jetzt sind die Bäume grün. Der CO2-Gehalt sinkt vom Frühjahr, sagen wir mal, vom April bis September kontinuierlich, solange die Vegetationsperiode dauert. Und was macht das Wetter? Mit der Jahreszeit geht die Sonne höher, die Tage werden länger, es wird immer wärmer. Betrifft nicht jeden Tag, weil Wetter ist ja nun sehr unbeständig. Aber im statistischen Mittel habe ich eine Kurve, ja, die zeigt, ab Januar, Februar wird es wärmer. Und dann ab September, Oktober wieder kälter. Also der Verlauf des CO2-Gehalts in der Atmosphäre ist völlig invers zu dem Verlauf der Temperatur. Also kann keine Kausalbeziehung bestehen zwischen dem CO2 und der Temperatur. Also das CO2 steuert nicht die Temperatur, wie uns vorgegaukelt wird, wenn wir jetzt CO2 einsparen, die Emissionen reduzieren, würde dann sofort die Temperatur reagieren. Die beide haben gar nichts miteinander zu tun. Und das ist genauso im Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn wir einen schönen sonnigen Tag haben, mit klarer Nacht, dann haben wir morgens, ist es angenehm kühl, dann geht die Sonne auf. Ja, der Boden wird erwärmt, erwärmt die Luft, die Temperatur steigt. Um 14, 15, 16 Uhr habe ich dann die Tageshöchsttemperatur. Dann lässt die Sonnenstrahlung nach. Die aufgewärmte Erde strahlt dann plötzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr Energie ab, als was sie von der Sonne bekommt. Folglich sinken während der Nacht die Temperatur bis zum frühen Morgen. Der CO2-Gehalt, wie gesagt, geht nicht so, sondern im Gegenteil, wenn die Sonne aufgeht, ist das der Startschuss für die chemische Fabrikpflanze. Mit Sonnenaufgang springt sofort die Pflanze an, die chemische Fabrikpflanze, und fängt an zu arbeiten. Assimiliert, assimiliert und so weiter und so fort. Das ist in den 60er Jahren schon, das ist alles herrschendes Wissen, aber Wissen, das in der Masse nicht vorhanden ist, und die Masse bestimmt die Politik. In den 60er Jahren hat man dann mal kontinuierliche Messungen gemacht im Ebersbacher Forst bei München. Und da hat man den in verschiedenen Höhen im Wald und oberhalb des Waldes, der Baumkronen, hat man den CO2 gemessen und die Temperatur gemessen.
keine Übereinstimmung. Der CO2-Gehalt der Luft war morgens im Wald Bestand das Dreifache, 800 bis 900 ppm. Abends waren es nur noch 300. Die Pflanzen haben das Doppelte des Gehaltes an CO2 in sich verarbeitet, gespeichert. Deswegen haben wir auch jährlich die Wachstumsringe. Und es ist unsinnig, wenn Klimaexperten sagen, das gleicht sich im Laufe des Jahres aus. Ja, die Fähigkeit der Pflanzen, CO2 zu assimilieren, und dann natürlich, Pflanzen atmen ja auch. Ja, aber wenn sie im Winter keine Blätter haben, atmen sie nicht so intensiv wie im Sommer. Also bleiben immer entsprechende Wachstumsringe über. Ja, und die dokumentieren natürlich auch das, was an Wetter in der Vergangenheit gewesen ist. Natürlich sagen die Wachstumsringe der Bäume nicht, welche Temperatur geherrscht hat. Denn die Temperatur ist wiederum nur ein sekundärer Faktor. Das Wachstum der Pflanzen beginnt ab einer bestimmten Temperatur, und überhalb einer bestimmten Temperatur drosselt die Pflanze sogar das Wachstum. Wenn die Feuchtigkeit nicht mehr stimmt, dann welken die Blätter. Ja, bei den Rübenblättern sieht man es ja besonders, wenn die lange Zeit der Trockenheit ausgesetzt sind, da werden die schlaff, schützen sich vor zu starker Verdunstung und natürlich dann auch letztendlich vor dem Tod. Also es ist alles in der Natur bewiesen, konkret nachweisbar, dass das CO2 nur dem Wachstum der Pflanzen dient, als Nahrungsmittel, und zu sonst nichts Nutze ist. Aber das reicht ja für uns Menschen. Ja, und wer Vegetarier ist, der muss ja besonders darauf achten, ja, dass das Grün erhalten bleibt. Und das steht auch in Berlin am Botanischen Garten, am Eingang, groß in Lettern. Da steht drin: Hab Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie. Und in der Schule habe ich auch gelernt, Pflanzen sind Primärproduzenten. Also die können tatsächlich aus anorganischen Stoffen organische Nahrung machen, die Tiere und Pflanzen verwerten können. Kein anderes Lebewesen kann das. Wir gelten als Konsumenten. Ja, aber einer muss da sein, der uns den Tisch deckt, und das sind die Pflanzen. Ja, ob in Form einer Pflanze oder eines Schweineschnitzels, denn das Schwein hat ja vorher auch Gras oder was auch immer gefressen. Ja, also jedenfalls, wir sind das Endglied, wir sind Konsumenten. Und hinter uns gibt es dann natürlich noch die Destruenten, die wiederum versorgen, dafür sorgen, dass wir dann in Erde übergehen und dann auch vergehen dann in dem Sinne. Also, man muss die Definition Klima immer wieder vor Augen halten, haben, wenn man gefragt wird, wie hältst du es mit dem Klimaschutz? Ich habe da gar keine Meinung. Ich weiß, dass ich Klima nicht schützen kann. Ja, warum denn nicht? Ja, weil Klima eine abgeleitete Größe ist und eine Periode betrifft, die vorbei ist. Wenn das Wetter vorbei ist, ist das Konserve. Das ist eine historische Tatsache. Zu der und der Zeit herrscht das und das und Wetter. Das ist so und wird nie mehr wiederkommen. Wie das Wetter in 8 Tagen aussieht, in 14 Tagen, ja, das weiß kein Meteorologe und das weiß auch kein Klimaexperte. Natürlich wird hier mit Computer, Digitalisierung und was noch alles, ja, gesagt, man könnte die Natur austricksen und das Klima vorhersagen für 2020 oder 2070, 2100, obwohl man das Wetter nicht für 10 Tage vorhersagen kann. Ja, das ist aber auch nur Augenwischerei, weil man etwas vorhersagt, was wem nützt die Globaltemperatur von 2071? Also mir nicht, da lebe ich nicht mehr. Die Globaltemperatur kann kein Mensch überprüfen, kann kein Mensch fühlen. Eine mittlere Temperatur kann man nicht fühlen. Ich kann auch nicht mal, die Pflanzen fühlen das auch nicht, eine Tagesmitteltemperatur fühlen. Ich kann sie berechnen.
Ja, egal wie ich sie berechne. Früher war die Berechnung 7 plus 14 plus 21 Uhr Temperatur ablesen, die 21 Uhr Temperatur verdoppeln, das Ganze durch 4 teilen, das ist die Mitteltemperatur. Aber die Mitteltemperatur von 10 Grad, sagen wir mal, ist keine existente Temperatur, die wird nicht erlebt. Ja, erlebt wird natürlich die 0 Grad am Morgen, möglicherweise die 20 Grad über Mittag und vielleicht 16, 17 Grad abends um 21 Uhr. Das wird erlebt. Danach richte ich mich, danach ziehe ich mich auch an. Aber die 10 Grad und dann eine Globaltemperatur, die nützt überhaupt keinem was. Das ist ein Spielwert. Aber Angst. Angst, Angst, Angst. Klimakatastrophe. Angst ist immer wieder, man muss immer fragen, wieso kommt diese Klimakatastrophe und gerade die Angst wieder als Mittel der Politik hoch? Angst hat man früher gehabt, ja, wenn Schlachten gefochten sind oder wenn Krieg war und so weiter und so fort. Aber nach 1945, im Grunde genommen, nach dem Waffenstillstand, kam eine Phase, wo die Menschheit nach dem sehr optimistischen 19. Jahrhundert dann in eine Art pessimistischen Zustand abknickte. Als erste Angst wurde natürlich die Atomangst geschürt. Ja. Angst vor Hiroshima. Weiß keiner so genau, was das ist. Radioaktive Strahlung ist unsichtbar, man riecht sie nicht. CO2 ist genauso unsichtbar, man riecht es nicht. Man fühlt es nicht. Es tut auch keinem was. Ja. Aber es kann ja sein, wenn zu viel da ist, dann wird es plötzlich wärmer und dann kommt der Wärmetod und so weiter und so fort. Ja, und das ging in den 60er Jahren, 1962 wurde die Angst vor dem stummen Frühling. Ja, eine amerikanische Biologin hat dann gesagt, hier die Vogeleier, die Vögel können ihre Eier nicht mehr ausbrüten, weil die Schalen zu dünn werden, dann zerbrechen die alle und so weiter und so fort. Es ging damals um das DDT. Das natürlich ein ganz exzellentes Malaria-Bekämpfungsmittel war. Das wurde natürlich dann geächtet und plötzlich hat man festgestellt, also dass der Leidtragende letztendlich der Mensch ist. Wenn du die Moskito-Mücken, ich habe selbst Malaria in Brasilien mal eingefangen gehabt, ich weiß, was das bedeutet, ja. Aber es war nicht die tödliche Malaria, Gott sei Dank. Aber da hat man, und seit der Zeit werden Ängste geschürt, ja, über saure Seen und alles Mögliche. Und da wird natürlich auch Sinnvolles und Unsinniges, ja, miteinander kombiniert. Ja, da werden durchaus begründete Ängste, ja, geschürt. Ich meine, ich muss keine Angst haben, was die Plastikverschmutzung ist. Ich muss eigentlich nur Gebote haben, ja, und sagen so, jetzt wird er kontrolliert und wer Plastik in das Meer schmeißt, ja, der wird entsprechend hart bestraft. Aber diese Strafen fehlen natürlich. Aber es wird ein Klima der Angst erzeugt. Und das rührt daher, dass wir als ängstliche Wesen auf die Welt kommen. Die Urangst äußert sich dadurch durch den ersten Schrei. Der erste Schrei soll ja signalisieren, die Lunge funktioniert. Und die Lunge ist ja das wichtigste Organ. Ein frisch geborenes Kind kann sich ja nicht artikulieren. Es muss schreien, ja, und herzzerreißend schreien, ja, damit die Mutter auch entsprechend aufmerksam ist, Milch gibt, die hygienischen Pflichten erfüllt und so weiter und so fort. Ja, die Angst begleitet uns von Anfang an. Und deswegen kann die Angst auch immer wieder politisch stimuliert werden und instrumentalisiert werden. Und deswegen haben die Physiker 1986, ja, den Begriff Klimakatastrophe erfunden. Ja. Das Klimakatastrophe ist ja vom Begriff her auch schon ein Widerspruch in sich. Klima ist ja etwas, was über Jahrzehnte aufbaut an Wetter, wo ich nur ein statistisches Mittel dann habe. Ja, und statistische Mittel ist tot, ja, macht nichts. Ja.
Ja, und die Katastrophe ist immer in unserem Sprachgebrauch ein plötzlich unvorhergesehenes und unvorhersagbares Ereignis. Also wenn ein Flugzeugabsturz oder plötzlicher Autounfall oder bei mir ganz banal Treppensturz, Bein gebrochen, ist eine Katastrophe. Ja? Unvorhergesehen, und das Klima liegt in den Schubladen, in den Archiven und tut keinem Menschen was. Ja, aber man kann ja so tun, als ob die Geister aus den Gräbern wieder aufsteigen und dann die Klimageister dann kommen und Katastrophen verursachen. Ja, ja so, das hat der Haeckel ja auch ganz gut herausgearbeitet. Wir reagieren emotional und nicht rational. Unser rationales Verhalten ist vielleicht auf maximal 10% dessen, was wir tun, beschränkt. Der Rest ist emotional, kommt aus dem Bauchgefühl. Und da kann man natürlich dann entsprechende Ängste schüren. Dann hat die Klimaexperten, und ich muss bedauern, dass gerade die Physiker, die exaktesten Naturwissenschaften, die es überhaupt gibt, ja, so einen Scheiß, erfunden haben wie die Klimaangst. Ja? Ja, sie wissen ja auch, wie jeder andere, dass es ein Definitionsprodukt ist. Ja? Und dass das Klima immer wieder vom Anfangswert abhängt. Und das ist das Wetter. Ja, und das Wetter in seiner Geschichte bestimmt das, was wir Klimawandel nennen. Besonders wenn man weite Horizonte zurückgreifen, wo es noch gar keine Wetteraufzeichnung gab. Aber da waren selbst die meisten Klimaveränderungen auf der Erde nicht, also vom Menschen sowieso nicht verursacht. Ja. Da gab es den Menschen nämlich noch gar nicht. Vor, sagen wir mal, hochgerechnet, gut geschätzt, 5 Millionen Jahren, alles was davor war, da gab es keinen Menschen. Und dass die Pflanzen, die Tiere Katastrophen verursacht haben, wie es ja heute auch den Pflanzen nachgesagt wird, den Landwirten wird ja auch gesagt, ihr verändert ja das Klima mit eurem Pflanzenanbau. Ja, wie soll ein Radieschen oder eine Rübe, die eine Vegetationsperiode oder Wachstumsperiode von 6 Wochen hat beim Radieschen, oder von der Zuckerrübe vom halben Jahr, oder sagen wir so, vielleicht auch 7 Monate, wie auch immer. Wieso, wie gesagt, kann die Zuckerrübe dann das Klima verändern, das ja ein ganzjähriges Konstrukt ist? Ja. Jetzt war ich jetzt stehen geblieben. Wir waren beim Angst. Bei der Angst kommt immer wieder auf die Angst zurück. Warum sind wir so ängstlich? Gut, keiner kann die Angst austreiben. Die Angst ist auch lebensnotwendig. Ja? Aber Angst sollte immer wieder nur auf das Niveau der Furcht. Man sollte sich vor etwas Acht geben. Man sollte vorsichtig sein. Aber in dem Moment, wo Angst ist, wird auch der Verstand ausgeschaltet. Dann reagiert der Mensch gerade in der Masse panisch, ja, neigt zu Hysterie und zu Übertreibung. Und man kann ja fast so das Gefühl bekommen, als ob wir eine Weltgesellschaft von Lemmingen geworden sind, die nur auf bestimmte Befehle und Signale hin reagieren. In den letzten Jahren ist ja auch wird immer wieder propagiert die Schwarmintelligenz. Ja, es wird so getan, als ob der starren Schwarm, wenn er dann natürlich seine Pirouetten oder was auch immer in der Luft dreht, sieht er toll aus. Aber das hat mit der Intelligenz gar nichts zu tun. Das ist Reaktionsschnelligkeit. Auch bei Fischschwärmen. Wenn die Kleinen sich da schützen wollen, damit ein Hai abgeschreckt wird und so weiter. Das hat alles nicht mit Intelligenz nichts zu tun. Das ist Selbstschutz durch Reaktionsschnelligkeit. Ja, aber, und das andere Thema der Schwarmdummheit wird natürlich nicht angesprochen. Ja, denn auf die Dummheit zielt das nämlich hinaus. Wenn ich Massen
suggeriere, Massen manipuliere, dann suche ich irgendein Niveau, wo alle irgendwo das Gefühl haben, das ist okay. Und da laufen sie alle in die Richtung. Und wenn da eine Betonwand steht, laufen sie alle dagegen, wie die Lemminge. Und deswegen wünsche ich mir, es käme nochmal so ein Mann wie Immanuel Kant, ja, der den analytischen Verstand wieder weckt in uns. Vor der Warnung vor der Klimakatastrophe war ja 86, da war ja 68 die Kulturrevolution. Und da war doch etwas vorher. Weiß jemand, was da war? Da hat ein Herr Picht, ein Theologe aus Freiburg, die Bildungskatastrophe ausgerufen. Unser deutsches Schul- und Bildungssystem wäre schlecht. Ja, wir würden der Welt hinterherhinken. Und sein Motto war, mehr Masse statt Klasse. Also Quantität statt Qualität. Und ich habe das selbst erlebt. Mein Vater war Studienrat und hat mir verboten, Studienrat zu werden, weil er die Misere im Bildungswesen kannte und natürlich auch, dass die Lehrer zum Teil zu Erfüllungsgehilfen der Kultusbürokratie wurden, wenn die da irgendwo ein Hirngespinst hatten, Mengenlehre und so weiter, mussten die Lehrer das dann vollziehen und nach 5 Jahren mussten sie den Bericht geben, das taugt nichts, also wurde wieder was Neues propagiert und dergleichen mehr. Die Bildungskatastrophe. Ja, und was wurde in der Bildungskatastrophe dann gemacht? Wurde natürlich die Lehrpläne überarbeitet. Und da gab es dann Fächer, die bevorzugt wurden. Gemeinschaftskunde. Ja, das war die große Welle, wir müssen gute Demokraten werden. Was wir sonst am Hirn haben, das interessiert keinen Menschen. Ja, und ein guter Demokrat ist, der sich immer konsequent nach der Mehrheit richtet. Ja, Mehrheit befiehlt, Partei hat immer Recht. Das war die Devise unter Willy Brandt damals. Ja. Und wehe, wenn einer von der Mehrheit abwich. Gut, da gab es noch kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien, ja. Aber im Großen und Ganzen war die Devise, die Mehrheit hat Recht. Und das ging ja damals so weit, dass in den Schulen verlangt wurde, dass die Kinder die Lehrpläne schreiben. Dazu ist natürlich Gott sei Dank nicht gekommen. Wie dann heute die Schulen aussehen, ich weiß es nicht. Ja, aber jedenfalls ist die Bildungskatastrophe mit der Kulturrevolution und mit der Warnung vor der drohenden Klimakatastrophe eng miteinander verknüpft. Alles Katastrophenstimmung. Und wenn man in den letzten Jahren sieht, was schon an Katastrophen oder Pandemien propagiert worden ist, da ist es ein Wunder, dass es überhaupt die Menschheit noch gibt. Ja, aber man muss einfach mal sehen, 7 Milliarden sind natürlich nicht so schnell auszurotten. Und 7 Milliarden haben natürlich eine ganz andere Existenzbasis, als wenn es nur 3 Milliarden oder 2 Milliarden Menschen wären. Ja. Dass man natürlich mit den natürlichen Rohstoffen, mit den Ressourcen sinnvoll, sparsam umgehen soll, nachhaltig, das steht alles außer Diskussion. Alles außer Diskussion. Aber eines gibt es nicht und wird es nie geben, die Klimakatastrophe, weil Klima gar nicht existiert. Klima ist ein Abstraktum. Das wusste schon Friedrich Engels. Der Kompagnon von Marx, der ihn ständig finanziert hat, am Leben unterhalten hat, war ein recht ordentlicher Physiker. Und er hat 1878 ein Buch geschrieben, Dialektik der Natur. Und Engels hat dann ein Beispiel gebracht, wie wir Menschen ticken. Der hat gesagt, der Mensch hat die Angewohnheit, Abstraktionen zu bilden, ja, mehrere Begriffe zusammenzufassen zu einem abstrakten Begriff und dann den abstrakten Begriff quasi zu verinnerlichen und mit eigenem Leben zu erfüllen.
als ob er tatsächlich da wäre. Und er hat ein wunderschönes Beispiel gebracht. Engels sagte, uns wird ja immer empfohlen, wir sollen Obst essen. Obst ist gesund. Ja? Aber Engels sagte, kein Mensch hat bisher Obst gegessen. Ganz klar. Das ist logisch gedacht. Obst ist ein Sammelbegriff. Da sind Birnen, Äpfel, ja nicht nur eine Birne, sondern Dutzende von verschiedenen Birnensorten, Hunderte von verschiedenen Apfelsorten, da sind Pflaumen dabei, Pfirsiche, alles subsumiert sich unter Obst. Wir essen Obst, aber wenn die Frau auf den Markt geht, Obst einkaufen, dann sagt sie, ich hätte die Äpfel. Ja, da sagt sie nicht, ich hätte ein Kilogramm Obst. Da würde die Verkäuferin sagen, haben Sie sich alle, gnädige Frau. Ja? Obst gibt es nicht zu kaufen und dann natürlich auch nicht zu essen. Obwohl jeder Arzt, und da sind die ja auch gebildete Leute, sagt, essen Sie Obst. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich gegen ein Obst allergisch bin. Also ein Teil des Obstes. Also dass ich keine Pampelmusen esse. Oder darf, oder was auch immer, oder kein Brokkoli und dergleichen mehr. Es gibt ja Empfindlichkeiten dieser Art. Also insofern ist natürlich das im Grunde genommen zwar eine bequeme Sprache, essen Sie Obst, aber eine unsaubere Sprache, die wiederum zu unsauberen Denken führt. Und genauso ist es beim Klima. Ja? Ich soll Klima schützen? Ja, aber ich muss mich doch immer vor dem Wetter schützen. Und Klima ist vom Wetter abgeleitet, also ist das unsinnig. Also jeder Schutz vor dem Klima ist, ja, weiß ich nicht, Schutz vor nichts. Ja, das Wetter ist das A und O. Es gibt außer dem Wetter keinen Naturvorgang. Die Atmosphäre ruht nicht, sie bewegt sich permanent. Gut, das hängt mit der Erdumdrehung zusammen. Das hängt natürlich mit der Sonnenenergie zusammen. Die Sonne ist ja der Heiz, ja, und das, der Motor für alles Geschehen. Ohne Sonne, wie gesagt, gäbe es kein Leben auf der Erde, wäre die Erde öd und finster. Und das alles können wir nicht verändern. Und wenn Klimaveränderungen da waren, ja, man muss ja nur durch Amerika reisen, den Grand Canyon sich angucken oder an der Ostküste die Appalachen, die waren mal 8000 Meter hoch, jetzt sind sie 2000. Ja, alles auf der Erde unterliegt der Schwerkraft und der auswaschenden Kraft, also der Erosion, Winderosion, Wassererosion, Schwerkraft und dann natürlich dann auch dem Frost, Spaltenfrost, ja. Alles wird abgebaut und letztendlich fahren. Wenn dann irgendwann mal wieder ein Kontinent auf den anderen stößt, da werden Alpen oder Himalaya oder was auch immer dann vorgehalten. Und die Kontinente, wie gesagt, wandern permanent. Ja, wir haben es einigermaßen rekonstruiert, wie die Kontinentalwanderung von dem ursprünglichen Kontinent Pangea ausgesehen haben könnte. Aber das sind natürlich grobe Schätzungen, ja, meistens mit Computer rekonstruiert und dergleichen mehr. Also, aber es hat stattgefunden. Und das ist ja das Problem heutzutage. Wir denken in der Ist-Zeit. Wir denken ja, im Zeitalter der Selbstbefriedigung nur an den Moment. Hauptsache mir geht es in dem Moment glücklich. Ja? Und das übertragen wir auf die Erde. Wir sehen die Erde statisch. Wir wissen, dass die Erde nicht statisch ist, dass sie dynamisch ist, dass die Erde Vulkanismus hat, Kontinentalwanderung und dergleichen mehr, ja, Erdbeben und dergleichen. Ja. Das wissen wir alles, aber wir denken trotzdem statisch. Es muss so alles bleiben, wie es jetzt ist. Und es wird nicht so bleiben, wie es ist. Das Leben ist statisch. Im Fluss, und das wussten auch die alten Griechen, ja, die einzige Formel, die immer gilt, ist Pantare, alles fließt. Und unser Wort Wetter heißt, Wetter kommt aus dem Indogermanischen und heißt Bewegung. Die Franzosen haben nicht das Wort Wetter
Wir haben aber das Wort le temps, die Zeit. Zeit ist aber gleichbedeutend mit Wetter. Und da hat man es wieder. Das Wetter ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer und so dynamisch, dass der Mensch nicht eingreifen kann. Egal, was bisher gemacht worden ist mit Wolkenimpfen und dergleichen mehr oder im Militär, dass man künstliche Nebelwand erzeugt und so weiter und so fort. Oder Flughäfen. Ja, heute ist ja natürlich, heute sind wir so weit wieder, dass wir bei anderthalb Zentimeter Schnee schon Frankfurt schließen müssen, wo früher vielleicht 15 Zentimeter immer noch Flugbetrieb ermöglichten. Gut, das mache noch viele andere Gründe haben, aber wir sind empfindlicher geworden. Wir sind nicht mehr leidensfähig. Ja, wir müssen uns mit dem Wetter abfinden. Was anderes können wir nicht. Ja, und wenn ich woanders hinfliege, wie auf der Erde, kann ich natürlich auch Pech haben. Ich fliege hier weg, weil das Wetter mir nicht passt, komme nach Florida und da kommt der Hurricane. Da passt das fast mir erst recht nicht. Ja, also vor gewissen Dingen kann man nur durch Schutz sich sicher fühlen. Und deswegen, Treibhaus ist auch ein Begriff der Irreführung. Ja, das fing an mit dem Fell, die Adam und Eva umgehängt worden. Und dann haben die Menschen gelernt, sich eigene Kleidung zu schaffen. Sie haben gelernt, Häuser zu bauen. Erst haben sie ihren Schutz unter der Erde gesucht. Ja, Höhlen in der letzten Eiszeit. Wo haben die Menschen überlebt? In Südfrankreich, in den Höhlen, mit Höhlenmalereien und so weiter und so fort. Da haben sie zu einer gewissen Kulturstufe gefunden. Ja, und dann haben sie natürlich Häuser gebaut. Ja, und die wussten, wo Gefahren sind. Am Bodensee gibt es Pfahlbauten. Natürlich, klar, weil man dann den Gefährdungen des Bodengetiers und was da alles ausweichen wollte. Und natürlich auch den Seespiegelschwankungen, ja, die Häuser nicht permanent unter Wasser, Pfahlbauten und so weiter und so fort. Also Häuser muss man bauen, auch Gewächshäuser muss man bauen. Und man muss sie deswegen aus Glas bauen, weil die Pflanze das Sonnenlicht zum Wachsen braucht. Ja, oder ich muss, wenn sie aus festem Material, aus Holz mache, muss sie entsprechend künstlich Licht erzeugen, das auch die Spektralfarben hat, damit die Photosynthese funktioniert. Das geht alles, technisch geht das. Aber jedes Haus ist ein künstliches Konstrukt. Die Erde ist kein Treibhaus. Die Temperaturabstrahlung ist eine immerwährende Größe. Und nachts unter freiem Himmel, wenn keine Wolke da ist, geht die Wärmestrahlung der Erde ungehindert ins Weltall. Und dort wird sie sogar empfangen und verwertet. Gucken Sie sich mal die ganzen militärischen Spionagesatelliten an. Die beobachten ja nicht nur wie zu Zeiten der Kuba-Krise 1962, am Tage, da sind die Amerikaner jeden Morgen hoch mit Sonnenaufgang, haben ganz Kuba überflogen, abfotografiert, haben nichts gefunden. Weil tagsüber die Raketenstellungen, ja, die Russen angefangen haben zu bauen, perfekt getarnt waren für das Auge, aber nicht für die Infrarotstrahlen, die Wärmestrahlung. Ich kann einen Panzer mit Laub zudecken. Aber wenn der Motor noch Hitze hat, geht die Hitze durch, das Laub durch und signalisiert der Wärmebildkamera, da ist was. Da ist eine Raketenstellung, da ist ein getarnter Panzer, eine getarnte Militärkolonne und. Das ist heute das Aufklärungsmittel. Und dann sagen hochkarätige Wissenschaftler, ja, aber stellt euch vor, gut, die Atmosphäre ist ja nicht aus Glas und die Glasscheibe gibt es natürlich auch nicht. Aber ihr müsst euch das so trotzdem so vorstellen, ja, dass irgendwo in 6 Kilometer Höhe die Treibhausgase sich sammeln und so eine Art Schicht bilden, eine Reflexionsschicht, eine Spiegelschicht und dann die Wärmestrahlung der Erde wieder zur Erde zurückschicken. Aber diese Spiegelschicht gibt es nicht, das ist eine Einbildung. Die kann es auch gar nicht geben.
CO2 sammelt sich nicht in 6 Kilometer Höhe. Es wird zwar tagsüber eine Cumuluswolke im Entstehen begriffen, mit warmer Luft wird natürlich auch CO2 als Bestandteil der Luft hochgesaugt. Ja? Aber ansonsten bleibt CO2 wunderbar in Erdbodennähe. Und zwar genau dort, wo die Pflanzen wachsen. Weil es nur für das Pflanzenwachstum da ist. Deswegen ist auch CO2 anders als Molekül, anderthalb Mal so schwer wie die Luft. Ja, und wenn es nachts aus dem Boden kommt oder ganztägig aus dem Boden, bleibt es zunächst in Bodennähe, besonders am frühen Morgen, wenn die Pflanzen extrem hungrig sind. Und CO2, da haben wir meistens nach klaren Nächten Bodeninvasionen. Ja, da ist am Boden am kältesten, da nimmt die Temperatur mit der Höhe zu und dann erst beginnt die normale Temperatur. Und darunter, ja, in dem Bereich ja bis 1-2 Meter, ja, wo man dann auch im Frühjahr die Frostschäden hat in den Weinbergen, da sieht man, kann man sehen, wo die Kaltluftseen liegen, wie die sich bilden und, wie die kalte Luft die Hänge runterfließt und die Weinberge unten in der Rheinebene sind verfroren auf den Hängen. Wie gesagt, ist kein Frost. Da kann man, man muss, und das ist das eherne Gesetz, was ich hier auch weitergeben möchte, was in meinem Physikbuch 1956, Höfling, stand, die ganze Physik baut letztlich auf Beobachtung, Erfahrung und Bewertung. Und dann kamen dann die Vermutung, Theoriebildung. Aber jede Theorie muss erst dann eine Wahrheitsprobe durchlaufen, und zwar das ist Experiment. Es muss experimentell bewiesen werden. Und bisher hat noch kein Mensch den Treibhauseffekt bewiesen. Man wird es auch nie beweisen können. Aber in unseren Gehirnen operiert das wie ein Krebsgeschwür und macht uns natürlich für politische Manipulation jeglicher Art anfällig. Ja, es kann, wie gesagt, wenn die Angst vor dem CO2 und der Klimakatastrophe nicht so groß wäre in uns, hätte nie das Abschalten der Kernkraftwerke nach dem Seebeben in Japan stattfinden können. Ja, weil man dann differenziert hätte. Wir müssen auch wieder versuchen, analytisch zu denken. Das war auch in den 60er Jahren galt die Devise, Mensch, denk synthetisch, denk ganzheitlich. Das ist natürlich erstmal frappierend, hört sich gut an. Ja? Allgemeinbildung muss groß geschrieben werden. Aber je weiter einer gebildet ist, umso weniger Fundamente hat seine Bildung. Er wird dann zum gesellschaftlichen Dummschwätzer. Ja, im Sozialkundeunterricht mag das sein, aber im Physik- und Biologie- und Chemieunterricht, wenn man den nicht genossen hat, ja, hat man zeitlebens Schwierigkeiten, in diesen Ebenen auch kritisch zu sein. Nicht die 68er haben die Kritik für sich gepachtet, das haben die natürlich getan, aber sie wollten ja etwas umstürzen. Aber kaum waren sie an der Macht, wurde jegliche Kritik unterbunden. Heute darf man nicht mehr kritisieren. Heute wird man sofort an den Pranger gestellt. Da ist man Klimaleugner oder was auch immer. Ja, da wird schon in Australien oder wo gibt es dann Professoren, die fordern die Todesstrafe für Klimaleugner. Ja, wie will ich etwas leugnen, was gar nicht existiert? Ja, das mittlere Wettergeschehen ist da, das Wetter ist gelaufen. Ja, und in 30 Jahren habe ich natürlich fast alles, was an Wetter vorkommen kann, hier in Mitteleuropa auch erfasst. Ich habe mindestens 1-2 Orkantiefs in den 30 Jahren. Ich habe heiße Sommer, ich habe kühle Sommer, nasse Sommer, milde Winter, ja, oder Frühjahr und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ist das ganze Spektrum in den 30 Jahren drin. Nur die 30 Jahre, das mittlere Wettergeschehen, das gibt es nicht und das kommt nicht mehr als Geist empor und treibt sein Unwesen. Diese Illusion, die sollten wir einfach nicht mehr haben.
Ja, ich glaube, ich habe das Thema so weit abgerundet, dass Sie jetzt mit so viel Wissen gewappnet sind, dass Sie auch kritische Fragen stellen. Also, ist die Erde kein Treibhaus? Es gibt keinen Treibhauseffekt. Es ist ein Konstrukt. Wird nie nachgewiesen werden können. Und wichtig ist noch, wichtig ist dann natürlich, es gibt kein Klima, es gibt nur Wetter. Ja? Vom Wetter, wenn ich vom Wetter in Klima verwandle, ja, kann ich natürlich auch das Klima als solches verfolgen. Aber das geht nur wie an der Börse. Da habe ich den täglichen DAX, da habe ich das geglättete 90-Tage-Mittel und das weiter geglättete 200-Tage-Mittel. Nur als solches kann man das Klima letztendlich sehen. Aber die Mittelwerte beschreiben immer nur einen Trend für die Vergangenheit. Dieser Mittelwert sagt nichts über die 30 einzelnen die Aktienwerte, die den DAX bilden. Diese Genauigkeit hat man nicht. Geben Sie mal einem bekannten Klimaexperten die Aufgabe, sagen Sie ihm, die Welt hat jetzt eine Temperatur von, sagen wir mal, Schätzwerte, 15,17 Grad. Und in 2 Jahren hat sie eine Temperatur von 15,20 Grad, also 1,7, um 0,3 Grad gestiegen. Beschreiben Sie mir regional aufgegliedert den Wetterablauf in diesen 2 Jahren auf der Erde. Man kann natürlich einen Wert statistisch ja, bis zum Exzess treiben, bis zur Globaltemperatur, aber ich kann diesen Wert nie auflösen in die Tausende und Abertausende Werte, die ihn bilden. Das Wetter kann ich nicht erfragen. Ich kann auch nicht mit einer Temperatur von 10,0 Grad für Deutschland sagen, wie der Wetterablauf in dem Jahr in Hamburg war oder München oder Dresden oder Königsberg. Absolut unmöglich. Und das sind alles Gedanken, die man entwickeln muss, ja, wenn man hier dieser panischen Angst vor der Klimakatastrophe widerstehen will und vor allen Dingen dem Zeitgeist. Der Zeitgeist, der ja zermürbend ist. Alle Leute reden davon. Warum du nicht? Ich sage, nein, ich weiß, dass es kein Klima gibt und damit hat sich. Das Thema ist für mich gestorben. Es gibt nur Wetter. Basta. Dankeschön. Also die Modelle, die die Klimaexperten benutzen, sind völlig untauglich für den Zweck, für den sie genutzt werden. Die Modelle beruhen ja letztendlich auf den Bewegungsgleichungen, Navier-Stokes-Gleichungen. Und in der Natur haben wir festgestellt, dass je mehr man in die Natur hineinschaut, umso komplexer wird es. Ja? Diese Ehrlichkeit haben ja die Meteorologen. Ja, die eigentlichen Wettermodelle haben ja die Meteorologen. Die können sagen, okay, ich mache für 1, 2, 3 Tage noch einigermaßen und dann geht natürlich auch die Vorhersagequalität in den Keller und nach 10 Tagen schmeiße ich die ganzen Sachen in den Papierkorb, höre ich auf zu rechnen. Das machen die nicht. Die Klimaexperten machen das wie die Soziologen. Sie suchen den komplex reduzierenden Punkt. Sie fliehen aus der Komplexität der Natur, sie stellen sich dieser Komplexität der Natur nicht, sondern tricksen ja, herum
und geben etwas als berechnet und damit wahr. Einer Zahl glaubt man ja mehr oder weniger und die Politik glaubt dann natürlich umso mehr diesen Zahlen, ja, und verkauft das als Prognose. Ja. Man hat am Anfang war man ja noch so bescheiden, hat gesagt, okay, das sind Szenarienrechnungen. Und ein Szenariorechnung ist ja ein Spiel. Ja, ich spiele mal an dem Parameter, ich spiele an dem Parameter und so weiter und so fort und guck, was kommt dann da raus. Ja. Aber eine Prognose, ja, die will was Konkretes sagen. Und eine Wetterprognose kann man mehr oder weniger mit gutem Gewissen für einen Tag machen. Das war zu meiner Zeit so, als ich im ZDF war. Wir haben uns nur auf den nächsten Tag konzentriert. Und am Donnerstag, wenn die Leute, da kam schon natürlich der Publikumswunsch, Freizeitgesellschaft, wir wollen doch wissen, wie es am Wochenende wird. Am Donnerstagabend kam der Elmar Gunsch, da haben wir dem eine ja, humoristische Wettervorhersage mit Karikaturen, mit dem Hahn da und so weiter und so fort gegeben, ja, um zu signalisieren, da hört die Wissenschaft auf und da fängt ja, die Spekulation an. Ja, das geht schon am zweiten, dritten Tag los, dass man spekuliert. Und heute ist das gang und gäbe. Heute wird die Genauigkeit total unterschlagen. Ja, ich werde mit für 7 Tage Vorhersage versorgt in der gleichen Zeit von 90 Sekunden. Und da kriege ich ja nur Schablonen. Eine Wolke mit ein bisschen Sonne oder ein Regenzeichen darunter. Und da steht mal da eine Temperatur und dann da, und da kann ich mir aussuchen, zwischen 20 und 30 Grad liegen die Temperaturen. Das ist ja eine Orientierung, aber keine Vorhersage. Ja. Also rein mathematisch, wie gesagt, das hat schon Poincaré schon entdeckt und dann natürlich erst besonders da der Konrad, nicht der Konrad Lorenz, sondern der andere Lorenz, der Mathematiker Lorenz mit dem Schmetterlingseffekt. Das war ja der mathematische Beweis, dass diese Gleichungen nicht mehr lösbar sind. Nicht? Und es ist natürlich klar, ich meine, der Schmetterlingseffekt bedeutet ja nicht, dass ein Schmetterling über den Pazifik hier einen Sturm tief über Europa erzeugen kann. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, aber es soll versinnbildlichen. Also hier, es kann. Und zwar hat er die ein und dieselbe Gleichung gehabt und Gleichungssystem und Datensatz und hat nur statt 6 Stellen hinter einem Komma nur 3 Stellen hinter einem Komma gerechnet. Ja, das ist natürlich schon und hat festgestellt, dass dann plötzlich die Ergebnisse total divergierten, auseinanderflossen, wie Mandelbaum oder Feigenbaum oder wie auch immer das da heißt. Ja, also es hat plötzlich geht die Natur auseinander und gibt eine Unzahl von Lösungsmöglichkeiten und da weiß man nicht mehr, was wirklich ist. Ja, das zur Theorie der Klimaleute. Ja, also man muss sich der Komplexität stellen und nicht sagen, ich fliehe aus der Komplexität und mache aus dem simplen Modell, ich mache aus einem Bein und Arm und Amputierten, ja, mache ich einen 100-Meter-Weltläufer und einen Kugelstoßer. Das ist das umgesetzt, was die Klimaexperten machen. Ja, der Mann hat keine Arme, muss aber Kugel stoßen und keine Beine und so 100 Meter laufen. Ja. So ist das. Ja, bitteschön. Man hat ja vor nicht allzu langer Zeit in den Medien lesen können, dass die Sonnenaktivitäten in den nächsten 10 Jahren zurückgehen sollen. Das hat natürlich dann auch immer so Implikationen auf den Klimawandel. Wollen Sie dazu was sagen? Ja, kann ich auch was sagen. Es gibt durchaus einen gewissen Einfluss auf mittlere Temperaturen in Abhängigkeit von der Sonnenfleckenrelativzahl. Das ist allerdings noch zu kurz, um daraus allgemeine gültige Sätze zu formulieren. Also man hat die kleine Eiszeit auf zwei Minima der Sonne, das Dalton-Minimum und das Mauna-Minimum zurückgeführt. Da waren mal 5 oder 6 Perioden die Sonnenflecken ausgefallen
Und da, das war während der kleinen Eiszeit, die zwei besonders starken Kälteperioden. Und da kam das auf. Und das wird natürlich heute gepflegt, auch in gewissen Kreisen. Aber selbst damit kann ich als Meteorologe gar nichts anfangen. Schwankungen der Mitteltemperatur sagen mir nichts aus über Schwankungen der realen Temperatur in einem bestimmten Umkreis. Ja, wenn ich das Wetter in Deutschland haben will, prognostizieren will, sagt mir sowas, so ein globaler Wert, auch nichts aus. Ja, das kann, die Abweichung kann in Amerika sein, die kann in Asien sein, die kann sonst wo sein, aber muss nicht hier sein. Also das ist insofern, argumentiere ich mit den Sonnenflecken auch nicht, ja, weil kein konkreter Nachweis auf das direkte Wetter gegeben ist. Theoretisch ist es so, klar, wenn weniger Sonne kommt, hat die Erde wenig Energie zu bewegen. Ja? Also, und das weniger Energie bedeutet natürlich auch eine gewisse Abkühlung. Aber wo und wie das konkret aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Denn die kleine Eiszeit ist ja nur ein atlantisch-westeuropäisches Phänomen. In Südrussland kennt man die gar nicht. Das ist ein englischer Begriff. Und hier, auch je weiter man nach Deutschland kommt, mehr in die kontinentalen Regionen, da verblasst dieser Begriff. Ja. Also es wird natürlich auch heute alles globalisiert. Das ist auch eine, der Sprachgebrauch ist immer, wird immer unsauberer. Nein, also Tornados kann man nicht künstlich erzeugen, man kann sie noch nicht mal vorhersagen. Nein, das sind lokale Erscheinungen. Dafür ist auch das ganze Beobachtungsmessnetz völlig untauglich. Und es wird noch immer untauglicher. Man hat also, wir hatten mal ein relativ dichtes Wetterstationsnetz. Das ist im Zuge der Zeit ausgedünnt worden. Personaleinsparungen, Kosten und. Am schlimmsten ist es in der dritten Dimension, die Radiosondenstationen. Ungemein ausgedünnt worden, sodass man solche kleinen Luftmassenunterschiede, wo man wirklich subtropische Luft und tropische Luft und polare Luft zusammenstoßen, wo dann die Verwirbelung für einen Tornado und so weiter dann entstehen. Das sind ja ganz kleinräumige Erscheinungen, die auch nur manchmal Minuten oder 20 oder eine halbe Stunde oder was dauern, dann ist der Tornado weg. Das kann man nicht. Was Chemtrail angeht, so ist das Phänomen der Kondensstreifen bekannt. Die habe ich immer, wenn ich in großen Höhen Düsenmaschine fliegen lasse. Da kommt aus dem Wasserdampf, ja, Kerosin verbrennt zu größten Teilen zu Wasserdampf und das sind reine Wasserdampfwolken. Was Chemtrails angeht, da wird immer gesagt, den Wasserdampfwolken oder den Triebwerken werden Zusätze gemacht und so weiter und so fort. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich wurde bei den Chemtrails stutzig, war mir auch eingeladen worden da und so weiter und so fort. Und da wunderte mich, dass alle Chemtrails Befürworter mit Fotos, mit allem drum und dran, dann sagten, ja, die Chemtrails, die Flugzeuge fliegen in 6 Kilometer Höhe. Hab ich gesagt, seid ihr sicher 6 Kilometer? Ja. Ich habe gesagt, dann irrt ihr. Denn die Kondensstreifen können nur entstehen, wenn die Luft unter minus 40 Grad ist, also höher von 8 Kilometer Höhe. Ich beobachte das hier jeden Tag in Frankfurt, ja, da gibt es viele hunderte Flugzeuge, die starten und landen, die haben natürlich keine. Die überfliegen, ja, ob von Moskau nach Paris oder von London nach Istanbul oder was auch immer, ja, man sieht es ja in alle Himmelsrichtungen und der Flugverkehr ist ja dichter geworden. Und da sieht man auch Tage, da hat man überhaupt keinen Kondensstreifen und da sieht man Tage, da hat man kurze Streifen. Die Flugzeuge fliegen ja auch in verschiedenen Höhen und ich habe ja eine sehr, nicht nur eine Temperaturunterschiede mit der Höhe permanent, sondern auch feuchte Unterschiede.
Ich habe auch Windscherungen in der Höhe und so weiter. Alles Feinheiten, die wir heute gar nicht mehr messen. Ja, und dann fliegt das Flugzeug von West nach Ost, hat einen Kondensstreifen, da kommt eins von Ost nach West. Das fliegt wahrscheinlich in Flight Level 50 Millibar niedriger oder was auch immer. Hat keine. Ja. Und je höher, meistens kommen ja Zirruswolken und damit auch Kondensstreifen, immer im Vorfeld der Zufuhr warmer Luft in der Höhe. Ja, warme Luft, eine Warmfront kommt ja erst in der Höhe an. Ja, und dann senkt die Warmfront sich und schiebt dann unten die kalte Luft vor sich weg. Bei Kaltluft ist umgekehrt, die ist schwer. Kaltluft kommt immer von unten wie ein Keil und hebt die warme Luft hoch. Und deswegen gibt es ja vor Kaltfronten häufiger dann Cumulus und Gewitter und so weiter und so fort. Ja. Also es ist ein völlig Unterschied, ob ich Aufgleitwolken habe oder aber Keilwolken beim Ankommen von Kaltluft. Also insofern irritiert mich das nicht. Was ich natürlich nicht weiß, welche Versuche insgeheim von Militärs gemacht werden. Ja, dass man natürlich Flugzeuge benutzen kann, um wie in Vietnam ganze Wälder zu entgrünen, das ist mir auch klar. Ja. Aber mit den Chemtrails, da ist natürlich auch schon so ein bisschen der Charakter, die Ideologie dahinter, der Weltanschauung. Ich habe da irgendwie eine Fantasievorstellung. Das kann man nur im Gesamtzusammenhang mit der Einstellung gewisser Kreise mit der modernen Industriegesellschaft interpretieren. Wir haben ja seit den 50er, 60er Jahren den immer lauter werdenden Ruf, dass die Industriegesellschaft des Teufels ist, dass die abgeschafft werden muss und so, dass die Großindustrie, Small is Beautiful, abgeschafft werden muss und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auf der industriellen Seite das Gegenteil gehabt. Und das war in meinen Augen eine Notlüge, die die Physiker und die Deutsche Physikalische Gesellschaft gemacht hat. Die hatten die Klimakatastrophe und der CO2-Effekt sind nicht in Deutschland erfunden worden. Das muss man wissen. Deswegen hat man 1956 auf dem Mauna Loa, einen Vulkankegel, wo jetzt gerade der auf der Nachbarinsel der Vulkan da ausgebrochen ist, warum hat man da eine Reinluftstation errichtet? Man hat der Welt kundgetan. Hawaii ist so weit weg von jeder Industrie und hier habe ich die sauberste Station und hier messe ich CO2. Wissend, dass es eine Vulkaninsel ist. Was kommt aus Vulkanen raus? 80% Wasserdampf, 16% Kohlenstoffdioxid, CO2 und nur 4% Sulfataerosole und sonstige Gesteine. Deswegen hat ja auch der James Lovelock, der große Gaia-Prophet, gesagt, der gesagt hat, die Erde ist ein Organismus, ja in seinem Buch geschrieben, der Mensch kann gar nicht so viel Kohlenstoffe verbrennen, wie die Natur an Kohlenstoffen braucht für die Photosynthese. Und hat gesagt, deswegen gibt es den Vulkanismus, deswegen gibt es die Erdbeben und so weiter. Es wird immer wieder, und die Erde selbst unterliegt ja einer Subduktion, wird ja immer wieder neu aufgeschmolzen, das ist, spüren wir alles nicht, können wir auch zeitlebens nicht verfolgen, aber es ist so. Und der sagte, die Natur versorgt sich schon selbst. Ja? Und deswegen wird ja auch nie mal eine Berechnung gemacht, was spuckt der Ätna aus oder der Stromboli oder der Vulkan. Das steht nur in geologischen Lehrbüchern, ja? Aber konkrete Messungen werden verheimlicht, damit die Menschheit nicht erfährt, dass jeder Vulkan möglicherweise den ganzen Jahresemissionen des Pkw-Verkehrs ausspuckt. Nur zugunsten der Natur, zugunsten des Pflanzenwachstums.
das Interesse der Physiker war legitim. Sie wollten die friedliche Nutzung der Kernenergie haben. Ja? Und haben dann natürlich gesagt, okay, wenn ihr glaubt, dass CO2 killt das Klima, dann verweisen wir auf unseren Brennstoff Uran und da wird kein CO2 freigesetzt. Ja, wir sind die CO2-freie Energieerzeugung. Das war die Argumentation. Ja. Nur die Grünen waren ja auch nicht blöde, und da gab es ja auch Physiker, Naturwissenschaftler, auch unter den 68ern, so ist es ja nicht. Und die haben gesagt, das ist natürlich toll. Wir übernehmen die Argumentation, die Lüge der Physiker und wehren den Speer gegen die selbst und fordern die Zerschlagung der Stromkonzerne, der zentralen Energieerzeugung über Kernkraftwerk. Wir fordern Small is beautiful. Jeder kriegt sein Photovoltaik aufs Dach gestellt, jeder kriegt einen Hut mit einem Sonnenrädchen, ja, und erzeugt den eigenen Windstrom und so weiter und so fort. Das ist die Misere, in der wir heute stecken. Ja, und wir stecken umso mehr da drin, je mehr wir uns da hinein vertiefen. Denn der Mensch wird nie die Natur überlisten können. Und wenn wir die ganze Bundesrepublik mit Windkraftwerken zupflastern, was machen wir, wenn Wind stille ist und das über 14 Tage? Was machen wir, wenn es Nacht ist? Wie kann ich dann, und das ist ja der Betrug, eine kontinuierliche Stromversorgung garantieren bei einer diskontinuierlichen Energiequelle? Der Wind weht nicht kontinuierlich. Die Sonne scheint nicht kontinuierlich. Ja, nachts sowieso schon nicht und tagsüber habe ich auch eine Menge Wolken am Himmel. Ja, also dann reduziert sich das Versprechen, ja, auf ein Wunschdenken.